Hallo lieber Zuschauer, mein Name ist Marcel Krippendorf und ich bin Entwickler von technisch und visuell modernen Online-Shops auf Basis von Shopware. Wenn ich ein Projekt fertigstelle und meine Kunden noch nicht ganz so mit den Abläufen von Shopware vertraut sind, dann wird eine Frage häufig gestellt. Wie handhabe ich die Bestellabwicklung? Was passiert, wenn eine Bestellung eintrifft und wie wickele ich das Ganze ab? Und genau diese Frage möchte ich heute mal auf den Grund gehen. Wie angekündigt, befinden wir uns jetzt im Shopware Backend und schauen uns an, wie die Bestellabwicklung durchgeführt wird. Ganz kurz am Rande eine wichtige Notiz. Sie können sich die letzten Bestellungen auch unter den Widgets anzeigen lassen. Klicken hier auf das Plus und öffnen hier entsprechend den Punkt Letzte Bestellungen und sehen dann hier, an welchem Datum das Ganze eingetroffen ist, dass es chronologisch absteigend sortiert, welche Bestellnummer das betrifft, welcher Kunde das ist und in welchem Wert der Kunde gekauft hat. Über diese Buttons können Sie dann hier einmal das Kundenprofil aufrufen und hier die Bestellung. Zusätzlich kann man sich noch den Umsatz von gestern und heute anzeigen lassen. Gestern hatte dieser Testshop von Pickware, das ist der Demo-Shop, 1600 Euro Umsatz, heute 82 Euro. Auch die Conversion Rate wird errechnet von Besuchern zu Käufern, wie viel Prozent davon kaufen von ihren Besuchern. Genau, und dann kann man sich hier noch eine kleine Statistik mit anzeigen lassen, Umsatz, wie viele Bestellungen eingegangen sind, wie viele neue Kunden davon waren und wie viele Besucher insgesamt auf dem Shop kamen. Aus diesen Werten errechnet sich dann entsprechend, wie eben schon gesagt, die Conversion Rate. Aber die Conversion Rate ist ein anderes Thema. Heute geht es um die Bestellabwicklung und da gehen wir auch direkt rein. Und zwar öffnen Sie Kunden und Bestellungen und sehen dann hier schon, auch hier wieder chronologisch absteigend, die letzten bis zu den davor liegenden Bestellungen. Man kann sich das Ganze hier auch noch entsprechend filtern. Sie können die, darauf gehe ich jetzt einfach mal ganz konkret ein. Von bis heißt von dem Datum, meinetwegen 1. Juli, bis zum 29. Juli, das ist heute. Könnte noch sagen, zeige mir alle mit Bestellstatus offen an, damit ich nur die sehe tatsächlich, die noch nicht bearbeitet wurden und auch neue Bestellungen sozusagen dann auch bearbeitet werden. Mit Pickware kann ich mir die Retour noch anzeigen lassen. Ich kann mir einen bestimmten Zahlungsstatus anzeigen lassen, also alles, was vielleicht schon komplett bezahlt wurde. Das heißt, PayPal-Bestellungen oder Amazon Pay-Bestellungen, die werden ja automatisch auf komplett bezahlt gestellt. Oder auch, wenn Sie den Bankabgleich von Pickware nutzen, und der Kunde überweist Ihnen das Geld, wird das Plugin entsprechend den Zahlstatus automatisch auf komplett bezahlt setzen und Sie wissen hier, okay, offene Bestellungen, die komplett bezahlt sind, die kann ich jetzt bearbeiten oder weiter bearbeiten und kann mir diese hier entsprechend filtern. Zusätzlich kann man hier noch nach den Zahlungsarten filtern, nach den Versandarten, wenn Sie zum Beispiel Express haben und das am Vormittag unbedingt fertig werden muss, dann macht es Sinn, sich hier nach zu filtern, nach DHL Express zum Beispiel. Oder wenn Kunden in den Laden kommen wollen und der Laden öffnet bald, dass man eben sagt, okay, die Selbstabholer, die kommen gleich, das mache ich alles mal fertig, lass mir das mal anzeigen, sodass man sich dann hier ganz speziell anzeigen lassen kann, wo das Ganze, beziehungsweise mit welcher Versandart das Ganze versendet wird und wie die Kunden sich das gewünscht haben, sodass man auch auf die einzelnen Wünsche dann entsprechend individuell eingehen kann. Sie können hier noch nach der Kundengruppe filtern. Ich denke, das ist eher nicht ganz so relevant. Mir würde jetzt spontan keine Möglichkeit einfallen, wo das interessant werden würde. Sie können nach bestimmten Artikeln filtern. Sie können nach Shops filtern. Klar, wenn Sie jetzt verschiedene Shops haben, vielleicht auch verschiedene Produkte dort verkaufen, dann macht es natürlich Sinn, das auch nochmal zu untergliedern. Sie können nach bestimmten Partnern suchen, wenn Sie zum Beispiel eine Promotion-Aktion hatten. Ein Partner hat Ihnen Besucher und Kunden gebracht und die sollen bevorzugt behandelt werden. Dann können Sie hier nach dem Partner filtern, können diese Bestellungen zuerst bearbeiten und dann entsprechend alle weiteren folgenden. Nach Lieferländern können Sie sortieren, nach Rechnungsländern und wenn es noch um das Pickware WMS geht, dann könnte man auch sichtbar in der Versand-App Ja oder Nein sagen. Das ignorieren wir jetzt mal. Das heißt, ich nehme mir alle Bestellungen vom 1.7.2019 bis 29.7.2019, die den Bestellstatus offen, aber den Zahlungsstatus komplett bezahlt haben und sage hier ausführen. Dann sehe ich schon, ich kriege 112 Einträge. Nur in diesem Monat, die noch nicht bearbeitet wurden, aber schon bezahlt sind. Das heißt, hier muss ich tatsächlich dann auch Hand anlegen. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze aus zwei Perspektiven zu betrachten. Es gibt einmal die Stapelverarbeitung, das heißt, ich schnappe mir alle Bestellungen, die vielleicht diesen Status offen und komplett bezahlt haben, möchte die einmal alle komplett
in einem Durchgang sozusagen bearbeiten. Das machen wir allerdings am Ende. Und jetzt öffne ich erstmal eine Bestellung, um sozusagen auch das, das Aussehen zu zeigen, welche Informationen stecken dahinter, was können Sie sich dort herauslesen. Dazu klicke ich hier auf den Stift, um die Details zu öffnen und bekomme dann schon hier die Rechnungsadresse, die Versandadresse. Hier wird auch angezeigt, wenn die Versandadresse abweichend von der Bestelladresse ist, beziehungsweise von der Rechnungsadresse, mit welcher Zahlart der Kunde gekauft hat. Dann hier noch ein paar Details wie die Währung, der Gesamtbetrag, welche Versandart der Kunde gewählt hat, wo er herkommt, die letzte Änderung, das ist sozusagen die Anlage der Bestellung. Und dann könnte man hier noch weitere Sachen hinterlegen. Das heißt, bezahlt am wird normalerweise von von PayPal oder von Amazon Pay oder anderen, auch von dem Pickware Bankabgleich, wird hier automatisch hinterlegt, dass der Kunde zum Beispiel am 24.07. bezahlt hat. Machen Sie das alles noch manuell, zum Beispiel die Vorkasseüberweisungen, dann tragen Sie hier entsprechend an der Stelle das Bezahldatum ein. Hier an dieser Stelle können Sie den Tracking-Code hinterlegen. Wenn das dann intelligent mit den Versandarten verknüpft ist und vielleicht bei den E-Mail-Vorlagen auch diese Möglichkeit gegeben wird, dass der Kunde mit Ihren E-Mails den Tracking-Code erhält, dann setzt sich dieser Link entsprechend aus dem Tracking-Code, den Sie hier eingeben, und dem davorgehenden Link zu dem Versanddienstleister zusammen. Das kann man also ganz intelligent machen. Genau, hier können Sie nicht versendete Tracking-Codes hinterlegen, das ist, denke ich, jetzt eher unrelevant. Hier würden die Versandkosten stehen, wären welche angefallen, die Versandkosten netto und der Steuersatz für die Versandkosten. Hier nochmal, der Bestellstatus offen, Zahlungsstatus komplett bezahlt. Weiteres kann man dann natürlich anlegen, durch verschiedene Plugins werden auch bei den Freitextfeldern verschiedenste Sachen angelegt, wie hier Liefergebühr, Wunschtag, Wunschort. Darauf gehe ich jetzt alles nicht ein, weil das alles sehr individuell ist und würde hier entsprechend in die Details wechseln. Bekomme dann hier nochmal die Info, Shop-Konfiguration, in welchem Shop hat der Kunde gekauft. Sehe hier die Rechnungsdaten, sehe hier nochmal die Lieferadresse und sehe dann hier Zahlungsdaten, Rechnung, Versandart, DPD. Das sind dann sozusagen die Details zu dem Kunden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine interne Kommunikation anzulegen. Das heißt, wenn Sie spezielle Absprachen mit dem Kunden getroffen haben, die der Kunde aber nicht sehen soll, dann können Sie das hier hinterlegen. Und hat der Kunde einen Kommentar zur Bestellung hinterlegt, dann wird dieser hier entsprechend angezeigt und Sie können dem Kunden darauf hier antworten. Dann sieht er das nämlich auch in seinem Kundenkonto, sofern er denn eins angelegt hat. Genau. Das nächste sind die Positionen. Da ist dann alles hinterlegt, was der Kunde entsprechend einmal bestellt hat. In dieser Bestellung mit der Nummer 20282, Verzeihung, hat der Kunde drei Produkte bestellt. Einmal Samba Haselnuss, Fritz Limo und die Haribo Goldbärchen zum Preis von 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Man sieht dann hier hinten, wie viel Lagerbestand ist noch verfügbar, könnte hier eine Position löschen oder den Artikel öffnen und kann hier auch sagen, sieht dann hier, dass diese Position in der Versand-App angezeigt wird. Sollte sich der Kunde noch vor Bestellabwicklung bei Ihnen melden und sagen, er möchte jetzt die Samba Haselnuss nicht mehr haben oder die Haselnuss und Fritz Limo nicht haben, können Sie die entsprechenden Artikel hier markieren. Position stornieren, werden gefragt, ob Sie eine Stornrechnung erstellen wollen. Wenn es schon eine Rechnungsnummer gibt, dann sollte diese hier eingetragen werden, was auf dem Dokument für ein Datum erscheinen soll, welchen Kommentar Sie dem Kunden auf der Stornorechnung hinterlassen wollen. Und dann können Sie hier entsprechend die Stornierung bestätigen. Genau, das mache ich jetzt erstmal nicht. Aber hier an der Stelle wäre das dann die Möglichkeit. Sollte der Kunde oder Sie eine Retour angelegt haben, würden Sie diese hier auch noch sehen. Sehen dann hier entsprechend die Anzahl enthaltener Artikel, was hat er alles zurückgeschickt. Und im nächsten Schritt könnten Sie hier, ganz wichtig, die Dokumente anzeigen. Das heißt, Sie können hier eine Rechnung erstellen, einen Lieferschein, Gutschrift oder eine Pickware-Pickliste. Es gäbe auch nur die Storno-Rechnung und die Storno-Gutschrift meine ich. Nein, Teilstorno. So, ein Teilstorno wäre auch möglich. Genau, diese Dokumente könnte man hier erzeugen. Wenn Sie eigene Dokumententypen angelegt haben, wie Auftragsbestätigung zum Beispiel, dann könnten Sie diese hier auch auswählen. Eine Rechnungsnummer müssen Sie hier eintragen, wenn Sie eine Storno-Rechnung hinterlegt haben bzw. anlegen wollen, dann muss ich diese auf eine bestimmte Rechnungsnummer referenzieren. Diese Rechnungsnummer tragen Sie dann hier ein, sodass diese dann auch auf dem Dokument erscheint.
Das angezeigte Datum wird standardmäßig das heutige ausgewählt. Ich denke, das kann man so auch stehen lassen. Und sollte es sich um einen Lieferschein handeln, dann können Sie hier auch entsprechend das Lieferdatum eintragen. Sollte es eine steuerfreie Lieferung, die ins EU-Ausland an Firmen geht, dann können Sie hier noch den Haken steuerfrei setzen. Einen Kommentar können Sie dem Kunden hinterlassen. Das mache ich einmal, Testkommentar. Und ganz interessant finde ich, Sie können, haben hier auch die Möglichkeit, Gutscheine anzulegen. Das heißt, Sie können unter Marketing Gutscheine individuelle Gutscheincodes erzeugen und sagen, jeder Kunde, der zum Beispiel bei eBay gekauft hat oder auf einem anderen Marktplatz, der kann mit dieser Rechnung bekommt er einen Gutscheincode und mit diesem kann er dann in Ihrem Shop das nächste Mal einkaufen. Die Summen bestimmen Sie völlig von alleine. Sie können dort 5 Euro, 1 Euro, 10 Euro, 50% hinterlegen. Das ist völlig Ihnen überlassen. Sie sollten dann nur hier, wenn Sie das Ganze anlegen wollen und dem Kunden einen Gutschein mitschicken wollen, dann hier auch entsprechend den entsprechenden Gutscheincode auswählen und dann wird er automatisch auf die Rechnung zum Beispiel mit draufgedruckt. So, also ich erstelle jetzt eine Rechnung mit dem heutigen Datum, ohne Lieferdatum, mit einem Testkommentar und sage dann hier ganz einfach Dokument erstellen. Wichtig ist, bei der Vorschau werden Sie keine kundenspezifischen Daten finden. Okay, die kundenspezifischen Daten schon, aber keine Rechnungsnummer zum Beispiel. Also alles das, was speziell individuell ist. Hier fehlt der Kommentar auch zum Beispiel. Das ist hier dann nicht zu sehen. Das heißt, die Vorschau kann wirklich nur als ganz grober Maßstab gesehen werden. Hier an der Stelle kann man sich jetzt die Rechnung aufrufen. Die wird entsprechend dann heruntergeladen. Zeige ich mir an. Und sehe dann schon hier die Rechnungsnummer ist eine andere, habe hier alle Produkte drauf mit jeweils ein Stück, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, Gesamtkosten netto 5,04 Euro, Mehrwertsteuer sind 96 Cent, Gesamtkosten sind 6 Euro. Hier ist der Testkommentar, der eben angelegt wurde. Der Kunde sieht nochmal, welche Zahl hat er sich ausgewählt hat, welche Versandart und ein Hinweis, der ganz obligatorisch ist, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Genau, das kann man hier also machen. Wie Sie diese Dokumente bearbeiten, dazu kann ich Ihnen mein Buch empfehlen, Online-Shops mit Shopware. Dort gibt es ein spezielles Kapitel nur über diese PDFs. Wie legen Sie die an? Wie können Sie die designen etc. pp.? Wie kriegen Sie dort Ihr Logo rein? Und so weiter und so fort. Das habe ich nur so ganz am Rande. Der Link zum Buch packe ich in die Videobeschreibung. Genau, also hier ist dann entsprechend die Rechnung angelegt und die können Sie jetzt so dem Kunden schicken. Alles Weitere, auf die Statushistorie gehe ich noch ein, weil der Rest ist tatsächlich sehr Pickware-lastig. Das heißt, hier habe ich auch noch die Möglichkeiten, UPS-Versand anzumelden, GLS, Schweizer Post und so weiter und so fort, Dativ. All diese Sachen, auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil sie doch sehr individuell sind und die ersten Reiter hier vorne doch für jeden Shop eigentlich immer so gelten. Genau, und unter der Statushistorie sieht man, welcher Benutzer hat wann welche Änderungen durchgeführt. Das heißt, der Demo-Admin, das bin ich in diesem Fall, hat heute um 2.11 Uhr, wobei das passt nicht so ganz. Der vorherige Bestellstatus war offen, der jetzige ist auch offen. Zahlstatus von 0 auf offen oder auch Zahlstatus von offen auf komplett bezahlt zum Beispiel. Das wäre so der Fall. Hier kann man wirklich im Detail nachverfolgen, welche Änderungen wurden hier durchgeführt und welcher Nutzer hat das auch getan. So, wenn ich jetzt entsprechend eine Bestellung abschließen möchte, dann habe ich hier erstmal den Zahlstatus komplett bezahlt. Ich denke, meistens macht es doch anders keinen Sinn, es sei denn, der Kunde kauft auf Rechnung. Dann könnte man hier natürlich noch Zahlungsstatus offen haben, sagt dann aber zum Beispiel Bestellstatus komplett ausgeliefert, speichern. Dann fragt Pickware, wenn Sie Pickware nutzen, aus welchem Lager soll das Ganze genommen werden? Ich wähle hier das Hauptlager. Haben Sie kein Pickware, sondern nur die Community Edition von Shopware, dann wird diese Frage nicht gestellt. Ich wähle jetzt aber das Hauptlager aus, sage ja, aus diesem Lager soll das Ganze gezogen werden. Und dann bekomme ich auch schon die Versandbenachrichtigung zur Bestellung für Herrn Florian Meister, der entsprechend ein Demo-User von Pickware ist. Hier sieht man dann auch nochmal eine Vorschau der E-Mail, die an den Kunden geht, das heißt, sehr geehrter Florian Meister, Ihre Bestellung wurde komplett ausgeliefert, in der Bestellung sind enthalten, dies und das und jenes.
Für den Versand DPD ist der genaue Sendungsverlauf leider nicht nachverfolgbar. Das ist in dieser Mail so konfiguriert. Ich habe ja schon eingangs gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, wenn man es ein bisschen intelligent machen möchte, dass man den Tracking-Link hier mit einbaut. Wenn dazu Fragen bestehen, melden Sie sich gerne bei mir, da helfe ich auf jeden Fall gerne. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team von Pickware Demo. Genau, und dann könnte man hier hingehen und die E-Mail senden. Auch das mache ich jetzt nicht. Genau, das wäre sozusagen die Abwicklung, wenn man jede Bestellung einzeln separat abhandeln möchte. So, ich müsste jetzt, genau, ich habe jetzt nur noch 111 Bestellungen, weil ich ja die eine Bestellung von eben von offen auf komplett ausgeliefert gestellt habe, den Bestellstatus, und kann jetzt hier hingehen und wähle mir die nächsten 20 aus oder auch die nächsten 80 Artikel bzw. Bestellungen, wähle die hier alle aus. Und jetzt kommen wir hier an der Stelle zur Stapelverarbeitung. Die Stapelverarbeitung wird entsprechend genutzt, um viele Bestellungen mit einmal zu bearbeiten. Das heißt, wenn Sie für alle Bestellungen eine Rechnung schreiben wollen, wenn Sie alle Bestellungen ausliefern wollen, wenn Sie für alle Bestellungen eine Pickliste erstellen wollen, dann können Sie das über die Stapelverarbeitung machen. Wichtig ist, jede Bestellung, die Sie hiermit über die Stapelverarbeitung anfassen, bekommt die gleichen Rahmenbedingungen. Das heißt, der Bestellstatus wird von offen auf komplett ausgeliefert gesetzt oder zur Auslieferung bereit. Der Zahlstatus wird von offen auf komplett bezahlt gesetzt. All diese Dinge sind eben möglich, aber wenn ich 20 auswähle und hier eine Aktion durchführe, dann gilt diese eine Aktion für alle 20 Bestellungen. In dem Fall ist es so, dass ich mir hier 80 Bestellungen, ich habe Anzahl Bestellungen 80 ausgewählt, markiere mir alle, sage Stapelverarbeitung und könnte jetzt hier entsprechend den Dokumententyp erstellen, das heißt Rechnung, Lieferschein, Gutschrift, Pickware, Pickliste oder wie eben auch gesagt, zum Beispiel die Teilstornoliste. Ich könnte hier den Modus auswählen, das heißt alle Dokumente neu erstellen oder nur nicht existierende Dokumente erstellen. Hier macht es natürlich Sinn, wenn Sie vielleicht im Vorfeld nicht ganz wissen, ob Sie bei einem Kunden schon eine Rechnung erstellt haben, weil er die vorher brauchte für seine Buchhaltung, ist ja alles möglich, dann erstellen Sie die Rechnung kein zweites Mal, sondern diese werden nur neu erstellt, beziehungsweise nur Dokumente, die noch nicht erstellt wurden, werden dann durch diesen Bonus hier erstellt. Ich mache jetzt einfach mal die Rechnung. Setzt den Bestellstatus dann entsprechend von offen auf für alle 80 auf komplett abgeschlossen oder auch komplett ausgeliefert. Zahlungsstatus ist hier auch komplett bezahlt. Ich kann hier sagen, alle E-Mails automatisch senden, Dokumente an E-Mails anhängen auf jeden Fall und die Ausgabe in einem Dokument sammeln. Und dann könnte ich hier sehe ich dann E-Mail generiert, nein, E-Mail versendet, nein. Der aktuelle Bestellstatus, aktuelle Zahlstatus, Bestellzeit, Bestellnummer etc. pp. Und ich sehe hier, noch nirgends wurde eine E-Mail gesendet oder generiert. Genau. Jetzt kann ich hier also auf Änderungen durchführen klicken. Wähle hier wieder aus, für alle, in diesem Fall 80 Bestellungen, aus welchem Lager soll das Ganze genommen werden. Genau, also hier auch wieder das Hauptlager. Und sage dann, ja, ich bin mir sicher, ich möchte das machen. Erstelle Dokument 1, 2, von 80 und ich würde sagen, diesen Prozess überspringen wir kurz und jetzt wurden alle Dokumente erstellt, das sieht man an dieser Mitteilung. Ich habe das jetzt mal Ihnen erspart, weil das tatsächlich doch ein wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber zumindest sind hier alle Dokumente erstellt. Jeder Browser blockiert inzwischen eigentlich Pop-ups, aber leider werden die PDF-Dateien über Pop-ups angezeigt. Das heißt, hier müssen Sie dann mal schauen, ob Sie so eine Mitteilung bekommen. Im Safari-Browser, im Chrome kann das wieder anders aussehen, im Firefox sieht es wieder anders aus. Wichtig ist, dass Sie hier sich anzeigen lassen, dass diese Dokumente auch angezeigt werden dürfen. Genau, so, dann kann man sich das Ganze runterladen, bekommt hier eine Datei und hat dann hier tatsächlich 80 Rechnungen, hier bei Martin Fassbinder ist die erste, für Sarah Bell die zweite. Das heißt, hier hat man tatsächlich in sehr schneller Art und Weise 80 Rechnungen erstellt, die alle automatisch an den Kunden geschickt wurden, dass automatisch der Bestellstatus von offen auf komplett ausgeliefert wurde und damit haben sie diese Bestellungen, in diesem Fall diese 80 Stück hier komplett bearbeitet und das innerhalb von weniger als 5 Minuten. Wie gesagt, wichtig ist hierbei nur, dass egal was Sie dort anlegen, es wird für alle Bestellungen
gleich gehandhabt. Egal, ob Sie einen Lieferschein erzeugen wollen, eine Rechnung erzeugen wollen, ob Sie den Bestellstatus ändern wollen, den Zahlungsstatus. Die E-Mail wird an alle Kunden gleich verschickt, sodass Sie hier tatsächlich wissen müssen, das, was Sie mit einem Kunden machen, machen Sie eigentlich mit allen. Genau, und dann kann man sich das natürlich entweder ablegen oder für die Buchhaltung ausdrucken. Das ist ja dann den internen Prozessen geschuldet. Und auch hier sieht man wieder ganz toll, gewählte Versandart DPD und hier gewählte Versandart Selbstabholung Darmstadt. Also das heißt, auch hier reagiert Pickware und Shopware clever und differenziert das schon nach den Kundenwünschen. Genau. So, das Fenster kann geschlossen werden. Das ebenfalls, hier sieht man jetzt auch, E-Mail wurde generiert, E-Mail wurde versendet. Soweit alles in Ordnung. Und damit können Sie sich sozusagen schon den nächsten Bestellungen widmen, die vielleicht dann nicht mehr als Express eingegangen sind, sondern als Normalversand. Genau, und so kann man Stück für Stück sozusagen die Bestellungen abarbeiten, sodass man hier dann ja relativ schnell auch die Bestellentwicklung jeden Tag durchführen kann. Damit wäre ich auch schon am Ende. Wenn hierzu Fragen bestehen, wie Sie Bestellungen anlegen, falls irgendwas unklar war, mailen Sie sich bitte. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Dort können Sie einen kostenfreien Telefontermin buchen. Bis zu einer halben Stunde können wir da kostenfrei reden, Ihre Fragen klären. Und genau, dann freue ich mich, Sie kennenzulernen und erstmal hiermit ganz, ganz viel Erfolg mit der Bestellabwicklung, sodass Sie damit möglichst wenig Zeit pro Tag veranschlagen müssen. Freuen Sie sich auf das nächste Video. Wenn Sie hier irgendwo die Glocke drücken, dann werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und genau, dann freue ich mich, wenn Sie sich melden. Ansonsten viel Spaß mit Shopware, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.